Hallihallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Overfill Plays. Wir befinden uns im Wald bei einer neuen Runde und sind jetzt mal gespannt. Der neue Patch ist gerade seit kurzem da, die 056. Ja, klingt jetzt mal noch nicht so vielversprechend, aber schauen wir einfach mal, was hier abgeht. Ein paar Sachen sind respawned. Schon mal nicht schlecht. Da ist nichts drin. Da ist nichts gewachsen. Und Rüstung sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Aha. Eine Wasserlilie. Jetzt habe ich es verstanden. Gut. So, komm. Beweg dich. Gut, also ich muss tatsächlich hier rüberkommen, wenn ich sowas Banales haben will wie Holz. Die sehen irgendwie nicht so doll aus. Komm, kommen wir da nochmal drauf. Zack, zack. Eindeutig mehr Federn, was mich gerade so ein bisschen nervt. Davon kann man nie genug haben. Ja, der holt jetzt schon rum. Das sitzt da schon der nächste. Nee. Was? Okay. It's magic. Ihr verarscht mich doch jetzt auch, oder? Faszinierend. Ich habe viel zu viel Rüstung. Ich werde so verwöhnt gerade. Äppeln sind Vogel essen? Was soll ich da satt werden? Das war's jetzt auch schon wieder. Nett. So. Inventar. Kann ich nicht.
So, Jungs und Mädels. Weiß der Papa endlich mal, wie der Käse funktioniert. Will er nicht aufs... Hallo? Wo fährt denn der hin? So. Einfach nur rudern. Du Honk. So. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist... Ja, zum Singen bin ich nicht so geeignet. Ich könnte mir sagen, was ihr wollt, aber die Sträucher standen doch da noch nicht. Überall rennen jetzt Lizards rum. Was soll das? Habe ich was verpasst? Da sind schon wieder drei. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe ist. Oh. Sehr nah am Ufer. Irgendwo hängen wir. Interessant. Was sind das da vorne im Wasser? Gestaltet sich schwieriger, als ich dachte. Also das Lenken vom Hausboot ist nicht so toll. Es geht, da sind jetzt immer mehr Fische drin. Ist ja klasse. Ach, wie geil. Mr. und Mrs. Schildkröte. Tut mir leid.
Hallo? Muss ich ihn auf die arme Schildkröte einschlagen? Alter Schlappen, was für Barbaren seid ihr, hey? Ich wollte doch nur den Panzer, meine Güte. Hä? Willst du mich veräppeln? Langsam nimmer witzig. Rennt so ein Spasti gegen den Baum? Also kann man doch sagen, was er wollte, aber irgendwas stimmt doch mit der KI gerade nicht. Der hat mich jetzt auch kaum meine gesamte Rüstung gekostet. Nee, nee. Da rennt schon der Nächste. Wahnsinn. Nicht wirklich, oder?
Das heißt, ich habe den jetzt auch noch umsonst umgenietet. Jetzt muss man erstmal holen, was mir gehört, ja. Covered in Blood. Ach, bist du eine Heulsoße. So, einmal kurz abwaschen. Oh, das muss reichen. Enef. Inventabel Federn haben wir 2. Das langt ja für nix. Renn ab von allem, aber hier rennen zwischendurch Buschmänner rum. Muss man nicht verstehen. Ein Regenbogen. Jetzt schon hier wie doof.
irritiert mich ab und zu. Da hört man riesige Plätscher und dralala. Es ist einfach nichts. Es ist einfach nichts. Naja. Muss man nicht verstehen. Ist aber so. Kann ich mir nur hoffen, dass er auf meinem Hausboot, das ja eigentlich schwimmt, aber anscheinend ein Gore-Tex Ureinwohner Fußboden hat. Alle dürfen raus, aber keiner darf rein. Das ist witzig. Ich sag ja Gore-Tex-Boden. Manche Sachen fallen durch, andere offensichtlich nicht. So, da ist schon wieder so ein netter Mensch mit mehr Gliedmaßen, als ich hier Leute kenne. Würde ich vorschlagen, wir drehen mal ganz ab. Na, irgendwo hänge ich doch jetzt gerade. Oh, dreh dich. Oh. Die Symbole, die sie eingeführt haben, das ist ja auch für blöd, oder? Während im Rudern jetzt gerade keine Axt zur Verfügung habe, ist irgendwie. Also ganz ehrlich, die Steuerung ist immer mehr als gewöhnungsbedürftig. Egal was ich mache, er zieht nach links. Zu doof.
So, komm. Kerzen gerade. Also für mich jetzt schon sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Vor allem, weil du halt nichts siehst durch die blöde Kabine. Weil du es drehen kannst, ohne dich zu bewegen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. So, ja, ich will ja nicht nass werden. Muss ich ja noch mehr. Schön, schön. Beste ist, das da oben sieht nochmal aus wie ein Flugzeugwrack. Echt absoluter Nonsens. So, komm, dreh dich. Übel. Rückwärts einparken mit einem Floß. Do it yourself. Mache ich demnächst auch ein Video, sobald ich es besser kann. Was, da drüben rennen die wirklich rum? Heftig. Echt heftig. Schwimmen können sie offensichtlich nicht. Was, die gehen aber mittlerweile ins Wasser. Okay, jetzt bin ich etwas verdutzt. Mein Lagerfeuer ist jetzt Gott sei Dank aus. So, da hinten sind jetzt 5 Mann, wenn ich es richtig gesehen habe. Naja, 4, 3 ohne Taschenlampe auf dem Kopf und die Tussi, die da die ganze Zeit rumschreit. Nett. So viel Knochen haben wir. Oh. Knochen konnte man irgendwas Schönes bauen. Knoche, Knoche, Knoche. War noch irgendwas. Explore Wet Cave. Set up Defense. Way to find. So, da haben wir doch was. Speer mit 3 Knochen. Eine Möglichkeit. Was sonst noch? 6 Knochen, 3 Kleidungsstücke. Na komm, schaden kann's nicht. Das heißt, wir basteln uns jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. So, die heben wir uns jetzt aber erstmal auf. Ein Bein haben wir auch noch. So, ich muss jetzt aber gerade feststellen, so arg viel haben wir gar nicht im Inventar irgendwie.
Man hat eine verbaut. Okay. Haben wir hier. Wer zu lesen? Was haben wir hier? Das sieht interessant aus. Flare Gun. Muss man jetzt nicht verstehen. Der sieht nimmer ganz frisch aus. Da drüben. Nicht wirklich, oder? Und ich esse. Das ist so enttäuschend eigentlich. Auf eine gewisse Art und Weise. Eine Flare Gun. Und ein Haufen Steine. Und ein Pilot, der zum Fenster raushängt. So. Gut, dann essen wir jetzt mal den Rest. Das ist irgendwie enttäuschend, aber es bleibt ja dann nichts anderes wie an dem Felsen sehe ich irgendwas flackern. Also entweder ist ein Programmierfehler oder. Na gut, dann haben die noch einiges zu tun. Ich fahre durchs Wasser und die sagen, ich brauche klares Wasser. Die Frage, wo kriege ich klareres Wasser her als das? Was ich jetzt definitiv weiß, da drüben ist noch ein eingeborenes Dorf, das etwas größer ist. Da gab es auch definitiv einige Eingeborene eben. Das heißt, da es jetzt Tag ist, werde ich die wohl oder übel mal überfallen müssen. Aber ich brauche jetzt erstmal noch irgendwie. Ich habe zu wenig Beeren, ich habe zu wenig Trinken, ich habe. Ach. Irgendwie fehlt mir alles gerade. Ich habe ein Hausboot und kann nicht so viel damit anfangen, irgendwie. Ist das, was mich gerade ein bisschen stört?
So, jetzt sind wir wieder daheim. Komm, und jetzt schwimmen wir das Zauberwaschgel. So. So, haben wir inzwischen Wasser. So, Hunger habe ich jetzt trotzdem. Komm. Ist gut. Weil haben wir noch 11. Gut, dann werden wir hoffen, dass wir sie wieder kriegen, ne? So. Ja, ich weiß, armer, armer, armer. Gutes Viech auch irgendwo leid. Aber ich brauch's. Es ist ein Survival-Spiel, Gott verdammt noch. Geht grad nicht. So, also ihr merkt, das Spiel hat immer noch ein einziges Problem. Das ich, also als Spieler finde ich es gut. Wenn man Materialien verarbeitet, zählen die nicht mehr als das Material, das es vorher war. Das heißt, ich kann von dem Material dann genauso viel wieder einsammeln wie vorher. Obwohl ich die gleichen Materialien in verarbeiteter Form schon. Ist jetzt so. Und durchdachten her nicht unbedingt das Bett.
Irgendwas konnte man doch mit den Bären auch machen. Glaube, essen konnte man die nicht. Lecker schwarzer Fisch. Noch mehr schwarzer Fisch. Oh Gott. Lecker. Verbranntes. So. Eigentlich müsste ich mir jetzt noch was anderes hinbauen. Zwar bräuchte ich noch so ein zweites Beet. Das wäre gar nicht so blöde. Vielleicht sogar ein drittes. Na komm, sind wir mal nicht so. Wir können uns ja nachher die Sachen holen. Und was wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen, weil das wird jetzt definitiv ein kleines Lager für uns. Water Collector. Muss aber definitiv weiterhin. Ne, ein dritter. Meine Güte. Ja. Drei Beete, drei von denen. Was wir jetzt noch brauchen, ist so eine Aufhängestation. Eine Auffangstation. Für. Ah, Stöcksche. Wie, ich habe zu viel Stöcksche. Ja, komm. Wenn wir zu viel Stöcksche habe, dann. Was man jetzt hier so ein bisschen windgeschützt, ja, klar. So ein Dryer, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ich muss nochmal nachgucken. Drying Rack, so. Lass mich verarschen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. So.
Action, das gibt heute eine Folge mit Überlänge. Aber aus genau dem Grund. Zum Einpflanzen finden wir immer wieder was. Lecker, jetzt hängt da sogar noch der Fuß dran. Uah. Okay, sorry, Peebles, das wollte ich jetzt nicht so, aber gut, ein Fuß zum Trocknen aufhängen ist natürlich auch eine Möglichkeit, gegen Fußpilz vorzugehen. So, ich sag jetzt erstmal, wir sehen uns bei einer neuen Folge. Ich habe jetzt schon Überlänge, ich hoffe, ihr guckt es euch trotzdem an. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bye bye.